Hallo Berlin, Wahlkrampf. Wir sind zurück in Originalbesetzung, Baby. Genosse Krüger ist am Start. Hallo. Und Genosse Levin sind gute Reihenfolge umgekehrt, ne? Ja, das ja. Du hast die Luft allein. Ja. Ja. Was geht ab? Wie geht's euch? Gut, mir gut. Geht es sehr gut. Ich bin erholt. Erste Aufnahme nach dem Urlaub. Dem Urlaub. Es tut mir sehr leid, dass gefühlt seit ab dem Moment, wo ich in Urlaub gefahren bin, die Fußballwelt in sich implodiert ist. Ein wenig, ja. HSV, neuer Trainer, Bayern, halbe Liga. Mainz, nicht vergessen. Natürlich. Hat keine Sau gejuckt, anscheinend. Hat niemand geguckt. Aber wir wollen uns ja nicht vorwerfen lassen, dass wir nur auf Bayern reagieren. Da war die Mainz-Reaction. Ja, wir sind zurück in der Originalbesetzung. So ist es. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ich freue mich darüber. Wir haben ja tatsächlich, glaube ich, nur eine Folge gemacht, nämlich die mit mir. Die wir war auch sind sehr also gut. Auch hoffentlich zurück im Originalrhythmus jetzt. Genau, denn wir mussten zweimal sausen lassen aufgrund von Krankheit. Hm. Die hoffentlich so schnell nicht wiederkommen. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr, Alter. Es reicht. Ich brauche wieder ein bisschen Sport in meinem Leben. Nicht nur welchen, den ich gucke, sondern auch welchen, den ich praktiziere. Heute praktizieren wir eine weitere Folge Wahlkrampf. Das Thema ist euch bereits bekannt, wenn ihr den Episodentitel gelesen habt im Video. Wer ist der beste Italiener der Fußballgeschichte? Schordi. Chi from Italia. Eine super schwierige Frage. Ja. Also die ist groß. Die ist sehr groß und es gibt, finde ich, ultra viele Kandidaten, wo du wirklich einen legit Case dafür machen kannst, dass er der Beste ist. Ja, einer der Gründe dafür ist für mich halt auch, dass Italien wirklich über inzwischen bald 100 Jahre relevante Titel im Fußball einfährt, von Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und einfach alle spätestens 20 Jahre wieder peakt und wieder was gewinnt und immer wieder dann auch mit so einer. Aber und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es euch da geht, die Italiener haben häufig so Generationen, wo man drauf guckt und sagt, Versagergeneration, dann gewinnen sie einen großen Titel, dann guckst du drauf und denkst, ja, krasser Kader, Alter, krasse Spieler. Die 2006er-Generation war ja auch schon ein bisschen abgestempelt von vielen. Also ich finde vor allem, dass der italienische Fußball gefühlt, so ein bisschen was die Liga angeht, auch aber auch als Nationalmannschaft, irgendwie immer so macht. So? Ja. Also das verläuft, die haben ganz immer auch im Tal drin, was auch mal länger sein kann. Aber sie sind halt immer zu den Peaks da und holen dann letztendlich die Titel mit. Wie zum Beispiel bei der letzten Europameisterschaft. Mhm. Wie Deutschland, kann man auch sagen. Ich würde sagen, wir gehen an die Lostöpfe und gucken mal, was da rausspringt. Das war ja so auf die 1 jetzt. Mal schauen, der kaputte ist die 1. Ja. Oh ja, da ist doch die 1. Da ist die 2 bei mir. Hat sich komplett, hat sich 3. ins Gegenteil verkehrt. Nordisch Nobel. Hast du schon den neuen WM-Song von ihm gehört? Zeit, dass sich was dreht 2.0. Volume 2, ja. Volume 2? Noch nicht. Ich auch nicht. Also hat sich noch nicht in meinen Gehörgang reingedreht. Ja, auf, gibst du ihn wirklich? Ja, ja. Mit so einem anderen Dude, der so jung und frisch ist, macht er jetzt nochmal Zeit, dass Felix sich was dreht. Jemand, der sich schneller drehen kann als Herbert Grönemeyer mit 60. Also. Ja. Weil darum geht's ja eigentlich. Er ist ja derjenige, der sich dreht die ganze Zeit. Da muss ich rein, das habe ich nicht mitbekommen. Das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt nicht Grönemeyer live listening. Wir machen Wahlkampf Case Nummer 1 von Niklas Levinson. Bist du ready? Ja. Dann sagen wir 3, 2, 1, der beste Italiener aller Zeiten ist 26 Spiele in seiner ersten Saison als Profispieler, alle davon in der Startelf, eigenes Alter 20. 30 Spiele in seiner letzten Saison als Profispieler, alle davon in der Startelf, eigenes Alter 40. Der Verein immer noch derselbe. Ich könnte jetzt so tun, als wäre der Name meines Spielers noch ein Geheimnis. Aber wer jetzt nicht weiß, dass es um Paolo Maldini geht, der hat den Fußball wirklich nie geliebt. Zwischen 1988 und 2009, nochmal, 1988 und 2009, gewinnt er 7-mal die italienische Meisterschaft und 5-mal das, was wir Champions League nennen. 126 Spiele für die Nationalmannschaft, mehr als die Hälfte davon als Kapitän. Als Spieler nicht nur dominant, nicht nur Weltklasse, sondern Standards neu definierend gut. Viele Italiener waren gut, sehr gut oder Weltklasse. Er ist der einzige Italiener, der von sich behaupten kann, auf seiner Position der Beste aller Zeiten gewesen zu sein. Italy's Goalkeeper, easiest job in Europe. Und wer hat's möglich gemacht? Paolo Maldini, der beste Italiener der Fußballgeschichte. Jawohl. Psst. Christoph Krüger. Psst. Ja, hier. Bist du auch bereit? Aber sowas von. Na dann, 3, 2, 1, bitte. Wenn ihr gefragt werdet, nennt mir die 10 besten Fußballer aller Zeiten, wen nehmt ihr da? Und die zweite Frage, ist ein Italiener dabei? Als im Jahr 2000 die besten Fußballer des 20. Jahrhunderts gewählt wurden, schaffte es ein Italiener auf Platz 4. Vor Beckenbauer, Van Basten, Cruyff, Platini und Co. Einer, der bei der Frage nach dem besten Fußballer gerne mal vergessen wird. Roberto Baggio. Dabei sprechen wir vom Ballon d'Or-Gewinner 93, einem Weltfußballer, dem einzigen Italiener, der bei drei
Weltmeisterschaften getroffen hat, Platz 7 der ewigen Serie A-Torschützenliste, Platz 2 der ewigen Serie A-Vorbereiterliste, mit über 300 Karrieretoren einer der erfolgreichsten Italiener aller Zeiten und dabei war er nicht mal Stürmer. Die erste 9,5 der Geschichte, einer der elegantesten und gleichzeitig torgefährlichsten Spieler, die die Welt je gesehen hat. Technisch herausragend, eiskalt vor dem Tor und einer der besten Standardschützen ever. Sein ehemaliger Trainer Aldo Agropi sagte einmal, die Engel singen in seinen Beinen. Il Divin Codino, das göttliche Zöpfchen. Sehr schön. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch, du bist das. Yes. Der fehlt. Yep. Bist du auch bereit? Jo. 3, 2, 1, go. 10-mal italienischer Meister, alleiniger Rekordhalter. Längste Serie ohne Gegentor in der Geschichte der Serie A. Rekordsieger und Spieler des italienischen Supercups. Italienischer Spieler mit den meisten Profieinsätzen für Mannschaften auf Clubebene. Rekordspieler der Serie A. Rekordspieler von Juventus Turin. Rekordspieler der italienischen Nationalmannschaft. Rekordspielführer der italienischen Nationalmannschaft. Rekordteilnehmer bei Weltmeisterschaften. Weltmeister von 2006. Wer jetzt noch nicht kapiert hat, um wen es geht, dem ist nicht mehr zu helfen. Gigi Buffon ist der beste italienische Fußballer aller Zeiten. Alleine die zeitliche Spannweite seiner Dominanz beantwortet diese Frage. Das erste Mal Welttorhüter wurde er 2003, das letzte Mal 2017. 14 Jahre später. Nur um ein Verhältnis zu geben, zwischen Oliver Kahns erster und letzter Auszeichnung als Welttorhüter lagen 3 Jahre. Buffon agierte beinahe 20 Jahre auf Weltklasseniveau. Eine Spanne, die sich vor absolut keinem Spieler, außer vielleicht Paolo Maldini, in der gesamten Geschichte des Fußballs verstecken muss. Der 12-malige Serie A-Torhüter des Jahres hat Rekorde aufgestellt, die nicht zu brechen sind. Gigi Buffon, der beste Italiener aller Zeiten. Okay, ist okay. Musste, ich habe dann hinten raus Tempo aufgenommen. Minimal drüber, aber ist noch zwei Sätze, okay, aber ja. Damit haben wir in der Verlosung Buffon, Baggio und Maldini. Snaps müssten wir fairerweise, glaube ich, auch noch besprechen. Aber da gibt es auch einen. Wirklich diverse. Es gibt Gianni Rivera. Ja. Totti. Genau, wir können sogar noch früher anfangen. Dino Zoff kann hier auftauchen. Giuseppe Meazza. Meazza fand ich, hat einen extrem guten Case, weil ja, das war halt in einer Zeit, wo Fußball noch mit Steppschuhen gespielt wurde. Aber er hat halt 2 Weltmeistertitel mit Italien geholt und ist halt eine der prägendsten Figuren des italienischen Fußballs. Dino Zoff hat auch als Trainer und Spieler die Weltmeisterschaft für Italien gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Fabio Cannavaro hat immerhin einen Ballon d'Or gewonnen und ist der Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen für Italiens Fußballnationalmannschaft. Der Feldspieler mit den meisten, ne? Genau, der Feldspieler mit den meisten. Hat mehr, richtig. Ja. Kurze Frage, habt ihr Cannavaro ernsthaft in Erwägung gezogen? Nee. Ich sag mal so, in meiner Top 5 war er drin. Und zum Beispiel ein Spieler, den ich noch höher habe, aber auch wegen persönlicher Liebe, ist Andrea Pirlo. Ja. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich finde Pirlo fast ein bisschen im globalen Kontext overrated. Ich verstehe, wo das herkommt. Ich verstehe, wo es herkommt. Also, weil er war herausragend gut, aber es gab definitiv bessere Während Pirlos Karriere wirst du, glaube ich, kein Jahr finden, wo du unumstritten sagen kannst, er war der Beste auf seiner Position. Das findest du, glaube ich, nicht. Er war immer in den Top 5, aber ich weiß nicht, ob er jemals auf der 1 war. Was er hatte, war unfassbaren Flair und Aura und Dinge, Spielverständnis, wie die natürlich auch mit reinzahlen auf das, was man heute noch von ihm denkt. Spielverständnis maxed out. Da muss er sich von niemandem verstehen. Cannavaro ist halt für mich ein Peaker. Das also nicht jemand, der irgendwo reinpiekt, sondern jemand, der halt seinen unfassbar krassen Peak hatte mit 2006 und dem Ballon d'Or, aber dessen Gesamtkarriereleistung finde ich nicht mithalten kann, nur ein bisschen abstinkt gegen die ganz großen Namen des italienischen Fußballs. Das hast du schon ein paar Mal so ein bisschen in die Richtung angedeutet und ich finde es ein bisschen zu krass, weil Fabio Cannavaro war bei Parma einer der Besten der Serie A, bei Inter einer der Besten der Serie A, bei Juve einer der Besten der Serie A, hat ja auch den Europacup gewonnen, also das ist schon ein Spieler, der seine gesamte Karriere überall immensen Impact hatte. Der ist schon ein fantastischer Spieler gewesen, glaube ich schon. Das kann man schon so festhalten. Ich finde nur, also ist auch unfair, das zu sagen, aber passiert 2006 nicht, glaube ich, dann ist das Standing auch ein ganz anderes. Ja. Es ist passiert, also von daher, das steht so da, wie es steht. Aber ja. Wir haben auch noch einen Namen, den man erwähnen muss, wenn man über die zumindest mal am Rande dieser Diskussion ist, Del Piero. Auf jeden Fall. Auf jeden Del Piero ist jemand, ich glaube so, Totti, Del Piero, Baggio sind so die drei großen Genies so ein bisschen im Offensivbereich, die man da nennen müsste. Ja. Und jemand, der vielleicht der underratedste Spieler des 21. Jahrhunderts ist. Alessandro Nesta. Oh, weil Nesta war halt unumstritten 10 Jahre ein Weltklasse-Verteidiger, aber wenn wir über die besten Innenverteidiger des 21. Jahrhunderts reden, bin ich mir nicht sicher, ob wir in der Top 10 aufzählen würden. Aber das war er. Also für mich zumindest gar keine Diskussion. Ich müsste nochmal mehr in das Thema einsteigen. Ja.
Aber auch jemand, der ja wirklich der war unglaublich lange gespielt lange. Hat. Ne? Der hat da als also das erste Mal über 20 Spiele Serie A gemacht mit 19 ja, für Lazio ja. und dann auch bis 35 gespielt. Das ist ja, ja auch schon eine echt lange, lange Zeit, die der Mann performt hat auf Top-Niveau. Also es sind auf jeden Fall einige, einige Spieler hier zur Auswahl gewesen. Da kann man, das kann man aber festhalten an der Stelle, ja, würde ich behaupten. Also wäre auch schlimm, wenn nicht bei einer der größten Fußballnationen ja, aller Zeiten. Aber ich finde trotzdem, der Unterschied zu anderen Nationen ist halt, dass es halt nicht so diese klare Nummer 1 gibt, wie bei vielen anderen. Argentinien würde keinen Spaß machen zu machen. Brasilien wahrscheinlich auch nicht. Brasilien. Portugal brauchen wir nicht drüber sprechen. Bin mir nicht sicher, ob in Deutschland irgendwas an Franz Beckenbauer vorbeiführt. Wahrscheinlich. Haben wir es nicht sogar schon gemacht? Ja, weiß ich nicht. Hatten wir nicht. Wir hatten, glaube ich, in der Verlosung Beckenbauer, Gerd Müller und Lothar Matthäus. Ja, das klingt so. Das waren, glaube ich, die drei, die wir vorbeiführt haben. Aber Beckenbauer hat gewonnen. Ziemlich sicher. Beckenbauer hat gewonnen. Aber zu Recht irgendwo und deswegen, also es gibt niemanden, der so klar heraussticht, finde ich zumindest. Deswegen müssen wir diese Frage klären. Ich finde es ganz spannend, dass hier natürlich zwei Leute gegen einen antreten. Also die beiden haben natürlich extrem lange Karrieren mit extrem vielen Titeln. Da hält Roberto Baggio da natürlich überhaupt nicht mit. Viel zu verletzungsgeplagte Karriere, hinten raus dann auch ein bisschen dünn. Kaum Titel gewonnen. Aber halt, wenn man sich den Spieler anguckt, halt ein unfassbares Genie. Also er hat bei FIFA als Icon nur ein 91er-Rating. Er kostet aktuell nur 100.000. Keine Chance. Agility 80 ist saumies. Shotpower 72. Case, ich würde der Kneifzange nicht anrühren, muss ich dir ehrlich sagen. Wenn wir jetzt mal auf Maldini schauen. Maldinis Rating ist. Don't go there. Maldinis Rating ist 92, schon mal mehr. Hat Buffon schon eine Icon-Karte oder so? Der kostet 1,5 Millionen Coins, hat geile Pace 85. Aber das bestätigt eigentlich nur das, was ich die ganze Zeit schon glaube, denn Roberto Baggio ist unglaublich underrated im Gesamtkontext, weil er halt, wie gesagt, er hat diesen Glamour-Faktor nicht. Er hat keinen Weltmeistertitel geholt, er hat keine Champions League geholt. Er ist einer von den Icons auch oder von den Legenden des Sports, die von FIFA gefickt wurden. Es bestätigt vor allem auch, dass FIFA Gehirne fickt, finde ich. Er hat eine nach Meta-Bedingungen des Spiels Scheißkarte und junge Leute, die halt Baggio niemals haben spielen sehen, die gucken halt auf Baggio und sagen, das ist Gurke. Ohne Scheiß, ich habe ja damals diese Wie gut war eigentlich Videos gemacht und ich habe mit Roberto Baggio vorher nie was am Hut gehabt, bevor ich dieses Video gemacht habe. Natürlich kannte ich den Namen und wusste, es war wohl ein ganz guter Spieler, aber sonst nicht viel. Deswegen aber, wenn man sich mal mit ihm beschäftigt und sich anguckt, wie er gespielt hat in seiner Prime und vor allem, was Zeitgenossen oder Zeitgefährten von ihm sagen. Also es gibt mehrere Spieler, die sagen, das war mein bester Mitspieler. Es gibt mehrere Spieler, Topspieler, Zanetti zum Beispiel, die sagen, das war mein härtester oder das war der beste Spieler, gegen den ich jemals gespielt habe, weil der einfach ein Spiel alleine an sich reißen konnte. Der konnte von der Mittellinie loslaufen, durch alle durchdribbeln, Maradona-like und ein Tor schießen oder Messi-like. Das stimmt schon. Da war er schon wirklich unglaublich. Ich würde gerne, bevor wir weitermachen, einen Satz sagen, weil du ja gesagt hast. Bei ihm, ne? Die auch so heißt, das göttliche. Genau, das göttliche Zöpfchen. Du hast ja quasi, um schon vorher ein bisschen mal Sex zu nehmen, gesagt, Italiens Torhüter, der einfachste Job Europas wegen Paolo Maldini. Paolo Maldinis Italien-Karriere Ende 2002, die allerlängste Zeit spielt Gigi Buffon ohne Paolo Maldini, gewinnt die WM, wird in All-Star-Teams 2008, 2012, 2014 gewählt ohne Paolo Maldini. Das war aber nicht als dick gedacht an deinen Case. Ich wusste ja nicht, dass du Buffon mitbringen wirst. Ich wollte es trotzdem einmal gesagt haben. Das war tatsächlich einfach nur eine Anspielung an ein Billboard, das es damals gab. Das kennt ihr vielleicht. Nike hatte. Kennst du das? Nee, ich hab das schon. Nike hatte zur EM96 so für verschiedene Nationen so halt Billboards, so Riesenplakate fertigen lassen. Und das von Italien war halt Maldini. Und da stand drauf, Goalkeeper for Italy, easiest job in Europe. Also kann schon sein. Das war jetzt gar nicht in Richtung Buffon gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war einfach nur ein Querverweis auf dieses Ich sehe aber gerade, dass Maldini natürlich ein krankes Nepo-Baby ist, ne? Wurde von seinem Vater berufen zum ersten Mal die U21. Peinlich. Ja, peinlich. Peinlich. Nepo-Kid Maldini. Niemals geschafft. 5 Champions-League-Siege, 1000-mal UEFA, All-Star und einer der Besten aller Zeiten, nur weil sein Vater ihn ein bisschen durchgefördert hat. Unangenehmer Case. Unangenehmer Case für Paolo Maldini, den ich trotzdem machen werde. Denn wir reden hier über die ultimative Kombination, würde ich sagen, aus Langwierigkeit und Qualität in der Spitze. Ja. Viele Spieler haben entweder das eine oder das andere. Maldini hat beides über einen unfassbar langen Zeitraum. Er wird zum ersten Mal Meister im Jahr 92, wird zum letzten Mal Meister im Jahr 2004, gewinnt aber auch unter anderem 2007 nochmal die Champions League mit Milan. Also die Dauer dieser Karriere ist absolut unfassbar. Hat ja auch dieses Zitat gehabt, dass er es nicht mag zu grätschen, weil wenn ich grätsche, dann habe ich bereits einen Fehler gemacht. Also jemand, der ein Stellungsspiel, ein Verständnis fürs Spiel hatte, lesen konnte, was Angreifer vorhatten auf einem Level, das wirklich fast unnachahmlich gewesen ist. Und ich würde schon sagen, dass Paolo Maldini so ein bisschen
damals eine Benchmark gesetzt hat für Innenverteidiger und was es heißt, Innenverteidiger auf allerhöchstem Niveau zu sein. Das ist aber für Innen und Außen, würde ich sagen. Weil er hat, ja auch, er hat ja auch außen verteidigt sehr viel und da hat er genauso Benchmarks gesetzt. Das würde ich zumindest so sehen. Also ganz kurz, für mich ist Maldini Linksverteidiger eigentlich in meinem Kopf. Ja, ich habe ihn auch eher auf Außen, aber da bin ich mir nicht sicher. Also er hat beides gespielt. Mischung aus beidem für mich, würde ich sagen. Klar ist er ja. Ich würde halt sagen, er ist auf jeden Fall jemand, ich habe die Diskussion, kann man lang und breit führen, ist auch ganz schwierig, da zum finalen Ergebnis zu kommen. Aber ich glaube, wenn man eine Diskussion führt über den besten Verteidiger aller Zeiten und das auf, selbst wenn man nur eine Shortlist macht, aus. Ja, da kommt Maldini ganz weit oben rein. Ja, muss Maldini komplett überzeugt von. Mit rein. Wie das Ergebnis dann am Ende aussieht, ist eine andere Frage, aber er gehört auf jeden Fall in die Diskussion rein. Die Titelsammlung ist krass und der ist auch ein Spieler, der hatten die, glaube ich, alle irgendwo auf eine Art und Weise. Wobei Baggio war ja eher so ein bescheidener Typ, eher so ein fast so ein bisschen. Das war jetzt kein schillernder Star, der irgendwie ins Rampenlicht gedrängt ist. Nee, überhaupt nicht. Der hat sich auch, seitdem er die Karriere beendet hat, taucht er eigentlich nirgends mehr auf. Ja, weil Buffon und Maldini, würde ich sagen, haben auf jeden Fall gemein, dass sie auch einfach unfassbar große Persönlichkeiten sind. Also legendär dieses Video, wo Maldini zu Gattuso sagt, so jetzt hältst du auch mal die Schnauze und dann wirklich Ruhe im Karton ist. Also, ich habe gerade geschaut, 481 Spiele Linksverteidiger, 340 Spiele Innenverteidiger. Also kannst du dir halten wie ein Dachdecker. Und wie es so häufig ist bei alternden Spielern, lange Zeit links und mit dem Alter dann eher ins Zentrum gezogen. Also Maldini hat natürlich, wenn wir jetzt auf die Erfolge schauen, natürlich einen großen Vorteil, vor allem im Vergleich zu Baggio. Wenn du halt direkt bei einem der größten, erfolgreichsten Vereine des Landes aus der Jugend in die Profimannschaft kommst, dann bist du natürlich da auch ein bisschen, also was Titel anbelangt, ist es etwas leichter gewesen. Roberto Baggio musste sich über Vicenza, Florenz und dann Rekordtransfer für damals 12,9 Millionen Euro umgerechnet, zu Juventus Turin gegangen. Und dafür kriegst du heute Anton Stach. Ja, nichts gegen ihn. Nichts gegen Anton Stach, aber Roberto Baggio, wann war das? Das war 95, da war der gerade, nee, Entschuldigung, 90, da kurz bevor er den Ballon d'Or gewonnen hat, für keine 13 Millionen. Gigi, Rekordtransfer, Gigi war bis 2018, von 2001 an, Parma zu Juve, der teuerste Torwart der Fußballgeschichte. 17 Jahre in der Hyperinflation hat das dann Fußball. Kepa, glaube ich, alles. Ich glaube, alles war aber der erste. War Donnarumma auch teurer? Inzwischen ja, würde ich schon sagen. Also, ich glaube, inzwischen würde ich sagen, ist er so in der Top 5. Und übrigens, under the radar. War der ablösefrei von Milan damals? Okay, krass. Weiß ich nicht. Ja, kann schon durchaus sein. Ja, doch, ich glaube auch. Also zu PSG Europas auf jeden Fußballer Fall des Jahres als Torhüter, ne? 2003 auch Gigi Buffon. Er hat natürlich die Champions League nicht gewonnen. Das ist das ganz große Argument gegen ihn. Was er gewonnen hat, ist dafür alles andere, inklusive den Europacup. Hat die Meisterschaft das erste Mal 2000 gewonnen und das letzte Mal 2020. 18 Jahre dazwischen. Für den Pokal gilt noch mehr, das finde ich immer am anschaulichsten, für einfach die Dimension von seiner Karriere, ist 99 gewinnt er mit dem Papa von Enrico Chiesa den italienischen Pokal und 2021 mit seinem Sohn, also mit Enrico Chiesa. Ja, das ist und wirklich die Spanne der Dominanz als Torhüter, die hat ein einziger anderer Torhüter ansatzweise erreicht und das ist Dino Zoff. Sonst, Torhüterposition gibt es da niemanden, der so lange auf diesem Level gespielt hätte. Wir reden vielleicht noch mal in ein paar Jahren über Manuel Neuer. Ja, das können wir machen. Weil der sieht nicht aus wie jemand, der Bock hat aufzuhören. Nee. Das muss man wirklich sagen. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, was Maldini für einen Marken hat, ist da fairerweise der fehlende WM-Titel, bei dem er nicht dabei war. Das ist ja eigentlich fast eine tragische Geschichte. Ja, ja, ja. Ich glaube so, diese italienische Spielergeneration ist ja eigentlich am Peak gewesen, eher 2002 als 2006, muss man sagen. Auch vom 100%. Alter her und allem. Und nach 2002 hat ja Maldini dann erstmal sich zurückgezogen oder hat sich einfach Nationalmannschaftskarriere beendet. Und das Aus der Italiener, muss man ja sagen, heute kann man, glaube ich, einfach behaupten, dass Skandal. Das geschoben war. Also das, ich sage, es war ein Skandal. Ich sage, setz mich nicht hin, es war geschoben. War das die Südkorea? Also wenn es nicht haben wir schon drüber gesprochen in diesem Südkorea. Format. Das war wirklich vielleicht, Wahnsinn. Um mich selber abzusichern, es war vielleicht geschoben, mutmaßlich geschoben. Aber es war ein Skandal, das kann man festhalten. Ja. Und sie haben ja sogar wohl das erwägt und dann wohl auch versucht, ihn zurückzubringen für 2006. Mhm. Und er hat selber wohl abgelehnt. Er hatte vom Nationaltrainer Marcello Lippi gesagt bekommen, du entscheidest, ob du zu dieser WM mitfährst oder nicht. Und ich glaube, wenn mich recht entsinne, weil ich mal Goats darüber gemacht habe, dass Maldini abgesagt hatte, aus Angst, erneut zu versagen mit einer der talentiertesten Generationen, die der italienische Fußball so hatte. Und wenn man auf seine Karriere schaut, muss man auch sagen, die ist auch trotzdem halbwegs rund geworden. Und trotzdem gibt es von ihm das Zitat, I'm the biggest loser in history. Ja. Also hat er wahrscheinlich auch Englisch gesagt, aber Aber weißt du, was das zeigt?
Das zeigt den Mindset eines ultimativen Gewinners in meinen Augen, nichts anderes. Ja. Fünfmal die Champions League gewonnen, ja, der biggest loser. Nicht, wirklich. Das würde niemand sagen. Nein. Weißt du, Typen wie ich würden sich hinstellen und sagen, fünfmal Champions League, ich würde mir so Ringe machen lassen und würde sagen, kommt alle ran und Maldini entscheidet sich bei der WM nicht dabei zu sein und sagt danach, ich bin der größte Verlierer der Geschichte der Menschheit. Das schon ja, weil es halt auch, glaube ich, für Italiener nochmal ein anderes Standing hat, mit der Nationalmannschaft was zu gewinnen im Vergleich zum Vereinsfußball. Natürlich ist es auch groß, aber ich glaube, die Italiener mit ihrem auch ja sehr gelebten Nationalstolz ist das dann nochmal ein anderes Level. Was war nochmal mit Baggio 94? Da war gar nichts. Baggio, Baggio, hat der Maldini zufällig den WM-Titel kaputt gemacht? Möglicherweise hat er das. Also er hat sie überhaupt erst in die Lage gebracht, weil dafür hat er den Ballon d'Or unter anderem bekommen, weil er sie zur WM überhaupt geschossen hat. Und dann hat er sie überhaupt erst so weit gebracht, weil er so gut war. Er war einer der besten Spieler der WM, 94. Hat nur leider dann gegen Brasilien einen Elfmeter verschossen. Ja. Und deswegen sind sie nur Vize-Weltmeister. Der ihn auch ziemlich geworden, gebrochen hat, oder? Der ihn komplett gebrochen hat. Er hat sich dann irgendwann wieder so ein bisschen rehabilitiert und die Ironie ist halt wirklich an zwei Sachen. Es wurde wochenlang, monatelang eigentlich nur darüber geschossen, dass er diesen Elfmeter verschossen hat. Und jeder hat vergessen, dass er eigentlich einer, wenn nicht der beste Spieler dieses Turniers war. Ja. Und zum anderen. Wie Becker 98 bei genau, England, wo so auch alle gesagt haben, der ist schuld. Genau. Und der andere Funfact ist, dass er wirklich eine unfassbare Elfmeterquote über seine komplette Karriere hat. Eine der besten von allen italienischen Fußballern. Ich glaube, der hat fast 85% seiner Elfmeter Sebastian gemacht. Sebastian Haller kann relate. Ja, wobei der hat einen wichtigen Fall. Ja, stimmt. Ja. Mhm. Und hast du gerade live gut zusammengesetzt in deinem Kopf. Danke. Und diesen einen verschossen, deswegen vergisst man das manchmal, was für ein unglaublicher Elfmeterschütze, aber auch Freistoßschütze der Mann war. Aber halt, das wird ihm immer noch, er ist so der tragische Held, weil dieser Titel fehlt ihm natürlich, weil er halt auf Vereinsebene nicht so wahnsinnig viel gewonnen hat. Außer und auch die Serie A ja nie verlassen, ne? Also immer nur in Italien gespielt. Hatte Angebote wohl von Manchester United zu einem Zeitpunkt, wo er dann zu Milan gegangen ist nach seiner Juve-Zeit. Hat sich auch gerne mal mit Trainern so ein bisschen verkracht. Also, das ist auch einer, der definitiv nicht das Maximum aus seiner Karriere hat. Das wollte ich nämlich gerade noch mal sagen, weil das ist vorhin nämlich schon mal gut angedeutet. Also erstmal, dass er eine Rolle gespielt hat, die es in der Form kaum gab im Fußball damals, als so eine Mischung zwischen Zehn und Stürmer. Ja. Und das Talent, das Roberto Baggio hat, unfassbar, ist nämlich wirklich unlimitiert und muss sich vor ganz wenigen in der Geschichte des Fußballs verstecken. Das finde ich komplett. Also auch für alle, die wenig oder gar nichts von Roberto Baggio bisher gesehen haben, schaut euch einfach mal. Es gibt unfassbar viele Highlights, weil, wie gesagt, die Italiener selber davon überzeugt sind, dass er einer, wenn nicht der beste Fußballer oder der talentierteste Fußballer des Landes war. Es gibt eine schöne Geschichte noch von Carlo Ancelotti. Der war sein Trainer bei Milan damals. Der war Trainer bei Milan und hat zu ihm gesagt, du musst bei mir Stürmer spielen, also richtig vorne drin. Und er hat gesagt, nö, das ist nicht meine Rolle, ich gehe. Dann ist er zu Bologna gegangen und hat einfach bei Bologna 22 Buden in der folgenden Saison gemacht. Und Carlo Ancelotti meinte, das ist ein Riesenfehler gewesen, das von ihm zu verlangen. Die beiden arbeiten ja heute übrigens zusammen, dein Case und mein Case, ne? Carlo de Depp. Gigi ist Teammanager der italienischen Nationalmannschaft, also Teamkoordinator. Mhm. Und, was ist Baggio? Moment. Markenbotschafter. Macht der noch irgendwas? Ja, da macht der ist. Oh, jetzt habe ich hier diese. Er war zuletzt technischer Direktor. Achso, das war zuletzt. Oh, hat Gigi seinen Job weggenommen. Ja. Und das war 2013. Ich stimme ab. Ja. Mach mal, ich hab schon. Und ich stimme für einen Spieler, der mit B beginnt. Das ist gut. Aber es ist. Okay. Ja, das ist gut. Das solltest du auch tun. Denn für den eigenen Case darf man nicht abstimmen. Ich habe bereits abgestimmt. Wie schnell ging das bei euch? Das merkt man nicht mehr, dass ihr abstimmt, weil ihr mit weil wir dich schreien. Also das ist dieser neumodische Schnickschnack. Weißt du, das ist gar nicht mehr menschlich. Man kann gar nicht mehr nachfühlen. Nee, was ich habe ehrlich gesagt eine AI für mich abstimmen lassen, weil ich möchte mit dem Druck nicht mehr umgehen müssen. Hast du wirklich? Nein. Ich habe ja schon mal versucht, von künstlicher Intelligenz mir hier einen Case schreiben zu lassen, aber hat nicht funktioniert. Ich fange nicht an. Ja. Geil. Ah, ich fange an. Ja. Machen wir, also, ich habe Baggio und Maldini und ich habe Maldini an der 2 eingereicht und Baggio gar nicht. Und deshalb ist meine Stimme an Paolo Maldini. Damit bin ich dran. Ich habe die Wahl zwischen. Achso, ja, klar. Doch, sorry. Bin ich. Ich bin dran. Ja, mach das. Ich bin dran. Ich habe die Wahl zwischen, sagen wir jetzt immer, wo wir die Wahl zwischen hatten? Nee, das ist eigentlich bekannt. Zwischen Baggio und Buffon, B und B und. Ich habe mich für Roberto Baggio entschieden. Ah, warum? Das göttliche Zöpfchen.
weil er für mich einfach ein absolutes Genie gewesen ist und der hat nicht so wenig aus seinem oder nicht zu wenig aus sich gemacht, glaube ich, wegen irgendwelchen Einstellungsproblemen, sondern weil er einfach enormes Verletzungspech auch hatte in seiner Karriere. Mhm. Und Roberto Baggio gehört für mich unter die besten Offensivspieler aller Zeiten. Also der konnte alles und ich bin ganz, ganz großer Fan von ihm, deswegen geht da meine Stimme hin. Finde ich gut, finde ich angemessen, finde ich, finde ich gerechtfertigt. Ich musste mich zwischen Buffon und Maldini entscheiden. und wenn ich jetzt Buffon nehmen sollte, für alle, die das Format vielleicht das erste Mal schauen, dann würde es in ein Stechen gehen. Muss es aber nicht, denn ich habe mich für Paolo Maldini entschieden, weil ich finde, die Qualität gepaart mit der Konstanz auf Weltklasseniveau und den Erfolgen, die er hatte, sticht er dann doch noch etwas heraus. Damit ist Paolo Maldini von uns gewählt als der beste Italiener aller Zeiten.